Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche hier auf MV1. Ich begrüße Sie heute aus Bad Doberan. Wir sind hier zu Gast auf der Kläranlage des Zweckverbandes Kühlung. Und an meiner Seite ist Klaus Rode. Klaus Rode war Geschäftsführer des Zweckverbandes Kühlung. Jetzt ist er Geschäftsführer der Klärschlammkooperation Mecklenburg-Vorpommern. Und wie Sie wissen, liebe Zuschauer, möchte die Klärschlammkooperation Mecklenburg-Vorpommern, eine Vereinigung von inzwischen 17 Zweckverbänden aus dem ganzen Land, in Rostock eine Verwertungsanlage bauen. Herr Rode, erstmal zu der Kläranlage hier in Bad Doberan, die Sie ja bestens kennen aus Ihrer Tätigkeit ehemals als Geschäftsführer. Was zeichnet diese Kläranlage aus? Ja, zunächst mal ist es die größte Kläranlage des Zweckverbandes Kühlung. Das ist eine sogenannte Zentralkläranlage, wo nicht nur aus Bad Doberan und Umgebung, sondern auch das Abwasser von Kühlungsborn mit aufbereitet wird. Also hat diese Anlage eine ganz besondere Funktion für die Abwasserentsorgung des Zweckverbandes Kühlung. Wie viele Tonnen Klärschlamm fallen hier im Jahr an? Also zwischen 5.500 und 6.000 Tonnen Klärschlamm im Jahr fallen hier an. Was passiert mit dem Klärschlamm bisher, also auch mit den meisten Klärschlämmen natürlich hier im Land Mecklenburg-Vorpommern inzwischen? Auf dieser Anlage wird der Klärschlamm schon seit vielen Jahren thermisch verwertet. Das heißt, er wird zurzeit in Hamburg verbrannt. Und für Mecklenburg-Vorpommern bedeutet das, dass durch die neuen gesetzlichen Vorgaben der Klärschlammverordnung ja die landwirtschaftliche Verwertung künftig nicht mehr Bestand haben wird. Und deshalb müssen neue Wege der Klärschlammentsorgung gefunden werden. Und wir als KKMV haben uns entschieden, die thermische Verwertung mit anzuwenden. Die KKMV, das steht ja für Klärschlammkooperation Mecklenburg-Vorpommern. Wie gesagt, Sie haben gesagt, Sie planen eine thermische Verwertungsanlage in Rostock. Aber ich habe Sie richtig verstanden, bisher wird der meiste Klärschlamm aus Mecklenburg-Vorpommern aufwendig in andere Bundesländer transportiert und dort verbrannt. Und Sie haben die Lösung letztendlich, die Verwertungsanlage in Rostock, die Errichtung. In Rostock wird im Vergleich zu Bad Doberan, wenn ich richtig liege, ungefähr 20.000 Tonnen im Jahr fallen dort an, auf der dortigen Kläranlage. Die größte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern und der größte Produzent von Klärschlamm. Wie ist der aktuelle Stand dieses Projektes? Ja, wir sind voll im Zeitplan. Das heißt, die Planungen befinden sich in der Phase der Vorbereitung der Genehmigungsplanung. Wir sind in der Vorbereitung der Anlage ein Stück weit vorangekommen. Und wir werden noch in diesem Jahr final die Anträge für die BIMSCH-Genehmigung, also für das Genehmigungsverfahren, einreichen. Nun gab es eine Pressemitteilung von Ihrem Unternehmen, und zwar darin hieß es, dass sogenannte Vortrocknungsanlagen, dezentrale Vortrocknungsanlagen, nicht errichtet werden können aus unterschiedlichsten Gründen. Was ist da der Hintergrund und wird dadurch das Projekt in Frage gestellt? Nein, zunächst mal, das Projekt wird nicht in Frage gestellt und diese Entscheidung hat auch wenig Einfluss auf den Standort der Anlagen in Rostock. Es ist aber so, dass die Innovation unseres Projektes oder eine der Innovationen unseres Projektes war, dass wir an zwei Standorten in Grevesmühl und in Schwerin Klärschlamm vortrocknen wollten und diesen vorgetrockneten Klärschlamm dann nach Rostock bringen. Wir haben uns zunächst erstmal von diesen beiden Vorhaben verabschieden müssen. Das heißt, wir haben uns insofern das erstmal rausgeschoben, weil die Investitionskosten für beide Anlagen derart stark gestiegen sind und dadurch keine Wirtschaftlichkeit für das Vorhaben mehr gegeben war. Aber insgesamt sozusagen ist das Vorhaben auf gutem Weg und die Gesellschaft der KKMV, das sind die Zweckverbände im ganzen Land, 17 haben wir gesagt, die haben sich klar zu dem Projekt bekannt. Ja, wir haben also unser Unternehmenskonzept fortschreiben müssen, die zweite Fortschreibung. Und diese zweite Fortschreibung sieht vor, dass wir zunächst mal auf den Bau der dezentralen Vortrocknung verzichten. Die Gesellschafter haben der zweiten Fortschreibung des Unternehmenskonzepts zugestimmt und damit sich eindeutig für den Standort in Rostock erklärt.
Nun geht der Klärschlamm uns alle an, Herr Rude. Das heißt, das ist das Endprodukt unseres Stoffwechsels auf der einen Seite, natürlich aber auch die Industrie produziert Abwasser, das verarbeitet werden muss. Warum macht Klärschlamm gerade in kommunaler Hand Sinn? Ja, also wir sehen, dass die Klärschlammentsorgung auch eine Aufgabe der Daseinsvorsorge ist und damit in die Aufgabe der Kommunen fällt. Deshalb haben wir uns als Klärschlammkooperation schon relativ früh entschieden, die Aufgabe kommunal zu übernehmen. Wir haben uns orientiert an anderen kommunalen Projekten, teilweise Zürich, Kopenhagen, auch an deutschen kommunalen Projekten und sind der Meinung, dass es für unsere Kommunen der richtige Weg ist, eine eigene Anlage zu bauen. Das bedeutet, dass wir eine langfristige Entsorgungssicherheit gewährleisten können, dass wir Kalkulationssicherheit für unsere Kommunen schaffen und somit auch für die nächsten 30 Jahre dann gut in der Klärschlammentsorgung aufgestellt sind. Herr Rode, gerade machen die privaten Anbieter, die den Klärschlamm abtransportieren, sehr günstige Angebote. Das war nicht immer so, das ist im Moment so. Sie sagen natürlich, der Markt reguliert da die Preise, Angebot und Nachfrage. Was sehen Sie dahinter, was für eine Strategie? Also zunächst mal durch die geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen wird sich der Klärschlammmarkt neu ordnen. Das heißt, es wird immer mehr zur Frage werden, kommunal oder privat. Die Kommunen müssen sich entscheiden, für welche Lösung sie plädieren. Es gibt da unterschiedliche Modelle. Es gibt zum einen die Möglichkeit, einen privaten Dritten mitzubeteiligen. Es gibt die Möglichkeit, grundsätzlich den Klärschlamm auf dem privaten Markt auszuschreiben und letztendlich die Möglichkeit der kommunalen Anlage, für die wir uns entschieden haben und wo wir der Meinung sind, das ist der richtige Weg. Zurzeit ist es so, dass durch die privaten Anbieter, die sich den Markt sichern wollen, grundsätzlich angebotet oder teilweise Angebote unter dem Marktpreis geboten werden. Das Ziel ist eigentlich, kommunale Modelle zu verhindern. Und ich glaube, es ist im Sinne der Kommunen, wenn man nach wie vor die kommunalen Projekte umsetzt, damit wir langfristige Entsorgungssicherheit und Kalkulationssicherheit haben, in unserem Falle für 30 Jahre. Ja, Herr Rode, und das sehen ja nicht nur Sie so, sondern das sind, wie gesagt, 17 Zweckverbände. Und in den 17 Zweckverbänden sind wiederum mehr als 300 Kommunen organisiert. Das ist doch richtig. Das ist korrekt. Wir sind zurzeit 17 Kommunen. Man sagt kommunale Körperschaften, das sind Zweckverbände, das sind Eigenbetriebe, das sind Kommunen, die in der Klärschlammkooperation vereint sind. Wir betrachten uns als Landeslösung, weil wir nach wie vor 2/3 aller Klärschlamme des Landes vertraglich gebunden haben. Und das ist aus meiner Sicht auch ein ganz großer Vorteil unserer Anlage, dass wir mit dem Start der Anlage schon 85% Auslastung der Anlage haben. Andere, die zurzeit Anlagen auf dem Markt planen, müssen noch schlimmer akquirieren. Und was Mecklenburg-Vorpommern anbelangt, wenn wir 2/3 der Klärschlämme bereits vertraglich gebunden haben, bleibt für die Privaten nur noch ein geringer Teil in Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, die Anlagen, die hier möglicherweise geplant sind im Land, müssen aus anderen Bundesländern gefüllt werden. Das nennt man dann den sogenannten Klärschlammtourismus. Was wären jetzt die nächsten Schritte, die in der Projektplanung anstehen? Ja, zum einen hatte ich ja schon erwähnt, dass wir jetzt mit Volldampf an den Unterlagen für die Genehmigung arbeiten. Dann haben wir die Planung sozusagen vorzuschreiben. Wir haben schon einen Teilnehmerwettbewerb für einen Generalübernehmer durchgeführt. Dieser Teilnehmerwettbewerb wird zurzeit ausgewertet. Es wird quasi ein Generalübernehmer ausgewählt, mit dem dann später die Anlage gebaut werden soll. Wann ist der erste Spatenstich geplant? Ja, der erste Spatenstich soll eigentlich im September 2022 erfolgen. Und Sie können diese Zeitpläne einhalten, Sie sind optimistisch? Wir werden diese Zeitpläne einhalten, sind da ganz optimistisch, dass wir dann in den Dauerbetrieb ab dem 01.01.2025 mit der Anlage gehen können.
Herr Rode, Sie selbst steigen aus dem Unternehmen, aus Altersgründen, aus der KKMV zum Ende des Jahres. Ihre Nachfolge ist bestens geklärt? Ja, die letzte Gesellschafterversammlung hat mich zum 31.12. abberufen. Dann kann ich wieder zurück in den Ruhestand gehen. Und als mein Nachfolger wird Herr Bockholt bestellt. Herr Bockholt ist Projektleiter der KKMV zurzeit. Ja, an dieser Stelle erstmal vielen Dank natürlich auch für die Kooperation der letzten Jahre. Sie waren immer ein offener Gesprächspartner für uns, Herr Rode, und wir werden uns sicherlich wiedersehen. Liebe Zuschauer, auch wir werden uns wiedersehen auf MV1, wenn es dann heißt, wieder mal Interview der Woche.